Servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air an diesem Montagmorgen. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Einen guten Start in der Woche an der Stelle. Ja, neue Woche, sprich gestern hat die Weekly Candle geschlossen. Wie geschlossen hat, das sehen wir uns gleich im Chart an. Außerdem hatten wir wie so oft nochmal ordentlich Volatilität gestern Abend zum Weekly Close hin. Sprich, da gucken wir uns auch an, was sich jetzt bei unserem Elliott Bank Account gegebenenfalls geändert hat, beziehungsweise was sich jetzt bei unseren, dadurch eben unsere Price Targets gegebenenfalls verschoben haben und was jetzt für die nächsten 24 Stunden die wichtigsten Levels sind. Ich würde sagen, eins vorweg, bevor wir anfangen, wie immer, gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr möchtet, den Kanal kostenlos abonnieren und auch gerne die Glocke aktivieren. Außerdem, falls ihr einen Altcoin analysiert haben wollt, den gerne auch in den Kommentaren da lassen. Dann werden wir den am Wochenende hin mit in unsere Analyse mit aufnehmen. Wir haben bis jetzt noch, glaube ich, ein oder zwei Plätze sogar frei. Ich würde sagen, wir starten rein. Kryptomarktkapitalisierung mit 2% im Minus, damit immer noch über der 1 Billion US-Dollar Marke. Bitcoin mit 1,6% im Plus, notiert bei den 20.880 US-Dollar. Ethereum mit 2% im Minus, leicht unter der 1.600 US-Dollar Marke. Da gehen wir gleich mal auf die Ausreißer ein. Nach oben raus Litecoin mit 4%, Polygon Matic mit 4,2% und OKB mit 0,5%, sonst relativ wenig. Nach unten raus dauern umso mehr. Solana hier einmal mit 10,3%, Immutable X mit fast 10% und Looping ebenfalls mit 10%. Und auch sonst haben wir hier einige Abgaben hier im Altcoin-Bereich. Wir gehen rüber auf Bitcoin, auf den Weekly Timeframe, die Zeitungen sind schon mal aus und gucken uns mal die letzte Weekly Candle an. An sich relativ unaussagekräftig, relativ neutral geschlossen. Wir hatten nach oben raus die Liquidität nochmal genommen, sprich unser High nochmal rausgenommen, aber nicht darüber geschlossen. Wir hatten aber auch nicht über unseren wichtigen Level jetzt hier von den 21.850 geschlossen, was auch eigentlich zu erwarten war. Das wäre wirklich extrem bullish gewesen, hätten wir jetzt hier drüber geschlossen. So ist es relativ neutral. Wir gucken mal auf den Daily Timeframe. Da können wir sehen, die Daily Candle haben wir relativ rot geschlossen, muss aber nicht heißen, dass sie jetzt zwangsweise bearish ist, denn wir haben hier trotzdem noch über unseren Highs bei den 20.840 US-Dollar geschlossen. Sollten wir heute dann einen Daily Close drunter kriegen, dann kann es auch hier erstmal auf die Rutsche gehen, auch auf Daily Timeframe Richtung Ineffizienz. Sollten wir darüber schließen, kann es hier erstmal noch Richtung High High gehen. Ich denke, ihr wisst, welches Level hier eigentlich gemeint ist, grob, wo jetzt ich gerade die Maus hier erstmal halte. Heißt, das Level jetzt auf jeden Fall heute mal für den Daily Close im Blick behalten. Ich würde sagen, wir gehen runter auf 4-Stunden-Timeframe, machen uns die Zeichnungen aus. Wie gesagt, immer nicht erschlagen lassen von den Fips, da kommen wir dann eins nach dem anderen dazu. Gehen ganz kurz auf unseren übergeordneten Count ein, für die, die neu auf unserem Kanal sind. Grundsätzlich, seit wir hier oben unser High bei den 25.000 gebildet haben, sind wir der Meinung, dass wir uns in einer Z-Bewegung in Richtung Lower Low bewegen. Diese haben wir unterteilt in ein weißes WXY und dieses WXY eben nochmal in ein erstes AB. Ob wir die B gefunden haben oder nicht, kommen wir gleich nochmal dazu. Da ändern sich aktuell so ein bisschen die Wahrscheinlichkeiten. Grundsätzlich gehen wir aber, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen, davon aus, dass das High noch nicht drin ist. Wir nochmal Richtung Higher High gehen, dann unsere B hier oben finishen und dann in Richtung C jetzt Lower Low mit einer grünen C eben abverkaufen. Ich würde sagen, wir gehen auf einen 1-Stunden-Timeframe. Hier können wir nämlich sehen, wenn wir das Ganze letztendlich nochmal als gelbes WXY bzw. die Y-Nummer als ABC-Setup unterteilt. Und diese blaue C haben wir jetzt nochmal unterteilt in weißes 1-2. Dann sind wir hier hochgekommen, unserer Meinung nach in einer weißen 3, dann hier runter in einer weißen 4. Und aktuell sind wir bereits in der weißen 5. Da gehen wir jetzt auf den 15-Minuten-Timeframe, dass wir das etwas besser erkennen können. Denn wir versuchen gerade eben aktuell die weiße 5 nochmal zu unterteilen, um eben herauszufinden, ob wir jetzt nochmal Richtung High High gehen oder ob das Ganze eher unwahrscheinlich ist. Wir können den Count hier in Rot sehen, einmal mit einem 1-2, dann mit einer starken 3 hoch und aktuell retracen wir hier mit einer 4. Haben jetzt hier ungefähr das 0,5er-Fibonacci angetestet mit der 4, demnach mit der roten 4, was auf jeden Fall legitim ist. Auch hier hatten wir jetzt euch schon die letzten Tage immer vorgestellt, dann hatten wir hier eben das erste 1-2-Step gebildet, was wir jetzt erstmal als AB gewertet hätten. Dann wären wir hier in einer C runtergekommen. Ihr könnt auch hier sehen, das Trendpositive Fibonacci ist jetzt erstmal in gelb gekennzeichnet, beziehungsweise eben angelegt über dieses 1-2-Setup, beziehungsweise das AB-Setup hier oben. Und da kommt hier eben genau beim 0,5er Fibonacci kam hier eben der Überextension-Bereich rein, wo wir auch letztendlich einen Trade nehmen wollten gestern Nacht nochmal. Können wir hier einmal ganz kurz rübergehen. Genau, bei 20.821 US-Dollar wurde leider um 2 Dollar nicht abgeholt und wäre dann schon mit Take-Profit 1 gelandet. Ja, relativ unglücklich. Dafür lief aber der vorherige Bitcoin-Trade umso besser. Und zwar hatten wir jetzt hier bei 21.400 US-Dollar letztendlich verkauft gehabt. Hier eben, wollten wir eben die C zum Teil zumindest mitnehmen und hat dann hier letztendlich unten geclosed, damit einen Profit von 1,75 Risikoeinheiten erwirtschaftet.
Falls ihr in die kostenlose Telegram-Signalgruppe kommen möchtet, könnt ihr das auf jeden Fall gerne tun. Dies auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Da muss aber wie immer gesagt sein, es sind einfach unsere Signale zu traden, wie ihr müsst. Könnt es nachmachen, müsst es natürlich nicht nachmachen. Da werden wir jetzt auch demnächst nochmal das Register von dem aktuellen Monat eben veröffentlichen. Das ist ja auf jeden Fall auf dem aktuellsten Stand. Da haben wir nämlich alle Trades, die wir bisher in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe gemacht haben, getrackt. Sprich, der Trade kann jetzt erstmal raus. Wie gesagt, 1,75 Risikoeinheiten in unsere Tasche. Hat uns ganz gut gefallen. Hatten jetzt eben hier gesagt, wir closen jetzt hier bei der Supportline, da es uns auch zu heikel war. Nochmal bei Weekly Close, sind dann letztendlich durchgebrochen. Gut, hätten nochmal ein bisschen mehr mitnehmen können, ist aber nicht allzu schlimm. Jetzt auf jeden Fall das 0,55 angetestet, sollten wir das Level nicht rausnehmen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann könnten wir jetzt hier erstmal über mögliche Bodenbildung sprechen, über eine mögliche rote 4 eben und dass wir dann in Richtung Higher High gehen. Grundsätzlich gibt es aber auch nach unten noch ein bisschen Platz. Wir haben hier eben noch den Überextension-Bereich, der bis unter unsere Resistance-Line erstmal noch geht und dann würde zusätzlich noch das Golden Pocket reinkommen. Was aber aktuell wirklich einfach relativ schwierig ist. Die 2 war jetzt auch nicht extrem schwach, dass wir jetzt sagen können, okay, ein Retrace bis zum Golden Pocket ist jetzt irgendwie noch vertretbar. Ist sehr unwahrscheinlich, dass eine 4 bis zum Golden Pocket Retrace. Deswegen müssen wir da gucken, falls wir jetzt durchbrechen, aber trotzdem dieses Level mal im Blick behalten. Sollte das Golden Pocket bis zum nächsten Video ebenso fallen, dann können wir davon ausgehen, dass die 5 bzw. unsere grüne B hier oben auch bereits drin ist, dann kann man das Ganze nämlich auch etwas anders zählen. Zwar wie ich das euch jetzt gerade mal so hier grob in den Chart mache, zwar dass jetzt wir das Ganze hier schon als 5 Teller gesehen haben und jetzt schon unseren ersten impulsiven Move gesehen haben, solange wir hier aber unsere Supportline bzw. unseren Überextension-Bereich nicht rausnehmen und demnach unser Golden Pocket auch überhaupt nicht antesten, ist das noch definitiv bei weitem unser Sekundärszenario. Und wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass jetzt hier, gut gesagt, beim 0,55 hier die 4 drin ist und wir demnach auch hier schon bereits ein erstes 1-2-Setup gebildet haben. Da wir jetzt auch kein Lower Low gesehen haben, kann ich das Ganze mal hier grob schon mal anlegen. Einmal hier hoch bis hier runter machen wir uns mal ganz kurzes. Genau, hätten wir Optimalbereich jetzt hier oben, grob gesagt, bei der Resistance Line. Ich mache ganz kurz mal hier unsere normale Vorlage rein. Sprich, bei Bitcoin jetzt erstmal nach oben raus die 21.070 US-Dollar im Blick behalten, sprich unser aktuelles High und dann den Optimalbereich bei den 21.230 bis 21.320 US-Dollar erstmal. Nach unten raus, wie gesagt, Supportline und Golden Pocket dann letztendlich als Notfalllösung, sage ich jetzt mal, im Blick behalten. Sonst sieht es ja dann nach unten relativ dünn aus und wir hätten dann jetzt erstmal hier die übergeordnete B gefinisht. Wir gehen rüber auf Bitcoin, beziehungsweise auf Ethereum, gehen wir hier ganz kurz auf den 4-Stunden-Timeframe, wie immer ganz kurz im Schnelldurchlauf auf unseren übergeordneten Count ein. Und zwar sagen wir hier, sind wir eben in einer 1 hier hochgekommen, in einer 2 hier runter, haben demnach hier bei Ethereum erstmal den Boden gefunden und befinden uns demnach in einer pinken 3, die wir jetzt wie folgt unterteilt haben. Da gehe ich nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Timeframe, und zwar eben nochmal in den weißen Count, sprich wir sind hier in einer 1 hochgekommen, in einer 2 runter, dann in einer extrem impulsiven 3 bis hier hoch zu den 1660 US-Dollar, werden dann in einer 4 retraced, ähnlich wie bei Bitcoin, und sind aktuell noch in unserer weißen 5. Daran hat sich auch nichts geändert seit dem letzten Update-Video. Und diese haben wir jetzt nochmal unterteilt und sind aber hier nochmal extrem stark retraced. Grundsätzlich gehen wir aber nach wie vor davon aus, dass wir hier in einem 1-2 dann in einer starken 3 hochgekommen sind, ob wir jetzt auch in einer extrem starken 4 retraced sind. Grundsätzlich ein Retrace hier fast bis zum 0786er ist extrem unwahrscheinlich oder ja, schwierig zu rechtfertigen, da das einfach eine extrem starke 4 ist und es einfach sehr unwahrscheinlich ist. Wir haben es aber trotzdem aktuell noch so im Chart, da wir auch hier unsere blaue 1 bzw. unsere lila 1 noch nicht gebrochen haben. Sollten wir nach unten raus dieses Level nochmal brechen und damit auch unser 0786er 500G brechen und unser Low, bzw. unser High der Welle 1 rausnehmen, dann ist dieser Count für uns durch und auch hier müssen wir das Ganze anders zählen, dass hier bereits unser Top drin ist, damit auch unsere blaue 1 drin ist. Und wir demnach erstmal in Richtung hier unseres Optimalbereichs gehen, den wir jetzt auch schon öfter vorgestellt haben, und da unsere 2 zu finishen. Aktuell, wie gesagt, aber noch leicht bei Bitcoin das Primärszenario, dass wir jetzt hier trotzdem unseren Boden jetzt erstmal gefunden haben, unsere Lila 4 und jetzt uns in einer ja, Lila 5 letztendlich bewegen. Oh, hier können wir mal erste Targets reinladen. Einmal hier über unser erstes 1-2-Setup, das wir gebildet haben, aber im Optimalbereich bereits perfekt gehittet. Ja, Überextension-Bereich wäre bei den 1614 bis 1621 US-Dollar, aber bei Ethereum haben wir auf jeden Fall nochmal einen Brocken vor uns. Grundsätzlich erstmal den Optimalbereich und dann kommen hier letztendlich der Point of No Return von 2 Supportlines nochmal rein. Sollten wir diesen rausnehmen, wie gesagt, den Überextension-Bereich erstmal im Blick behalten. Da müssen wir jetzt aber auch bei Bitcoin nochmal ordentlich anziehen. Sonst nach unten raus die beiden Lows. Einmal das 0,667er bei den 1575 US-Dollar und dann natürlich allgemein hier unser Low, wie gesagt. Das Level hier extrem wichtig. Sollten wir da jetzt wirklich nochmal hinkommen, werden wir euch da auf jeden Fall auch in der Talk News Gruppe jetzt erstmal up to date halten.
ja, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Sollten wir nämlich jetzt wirklich hier nochmal herkommen und das Ganze hier durchbrechen, dann ist der Count für uns durch und dann müssen wir auch hier davon ausgehen, dass wir hier oben unser Top gebildet haben und dann bereits hier in einem ersten 1-2 und dann eben jetzt hier in einem impulsiven 3, auch wenn das jetzt nicht wirklich impulsiv aussieht hier, schon mal runtergekommen wären. Gucken wir uns aber dann auf jeden Fall morgen an, falls dieses Level dann gebrochen werden sollte. Nach oben raus, wie gesagt, hier erstmal unseren Optimalbereich, beziehungsweise bei den zwei Support Lines und dann den Überextension-Bereich hier im Bereich der 1618 US-Dollar im Blick behalten. Genau, an sich, eigentlich sollte es zu Ethereum fast schon gewesen sein. Genau, wir hatten hier letztendlich nochmal versucht, das 0,5 natürlich hier zu traden, das einfach extrem schön mit Bitcoin korreliert hätte. Wir haben ja aber einfach nochmal extrem stark abgegeben in der Nacht zum Weekly Close, weshalb der uns in den SL leider geknallt ist. Ja, war eine halbe Risikoeinheit, da ist leider auch mit erhöhten, beziehungsweise, was heißt leider, da es halt einfach mit erhöhtem Risiko verbunden war, daher sind wir nur mit halber Positionsgröße rein. Aber ich denke, das kann man transparenterweise auf jeden Fall sagen. Sprich, abschließend auf jeden Fall Ethereum jetzt hier erstmal unser High im Blick behalten. Sollten wir das rausnehmen über Extension-Bereich und nach unten raus hier unser Low mit dem 0786er, beziehungsweise dem High von unserer Welle 1, sollten wir das rausnehmen. Ja, sprechen wir uns auf jeden Fall später in der Talkgruppe nochmal. Das wird an der Stelle auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Falls ihr noch Fragen zum aktuellen Count habt, gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe da lassen. Und sonst würde ich sagen, Trade Unionaires raus. Wir sehen uns, wie gesagt, entweder später in der Talk-News-Gruppe oder natürlich morgen im Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.